Einen Personenausweis für, ja, Sie sehen richtig, für das Deutsche Reich. Oder hier eine Fahrerlaubnis, hergestellt von der Reichsdruckerei des Deutschen Reiches. Solche Pseudodokumente, die jeder im Internet bestellen kann, sind mehr als eine Spinnerei. Sie gehen auf eine sogenannte Reichsbürgerbewegung zurück, eine sektenartige Vereinigung, die allen Ernstes glaubt, dass das Deutsche Reich in seinen Grenzen von 1937 bis heute fortbesteht. Mein Kollege Achim Beckedorf hat in intensiven Recherchen einiges über diese Reichsbürgerbewegung bei uns in Baden-Württemberg herausgefunden. Menschen, die die staatlichen Institutionen meist ablehnen und sogar vor Straftaten nicht zurückschrecken. Albstadt, Büro des Obergerichtsvollziehers. Überraschend tauchen drei Männer auf, filmen drauf los. Sie nennen sich Reichsbürger. Alles Reichsbürger. Wir kommen. Als der Beamte fordert, das Filmen zu beenden, machen die einfach weiter. Film's ruhig, alles Film. Und drohen sogar Schläge an. Fassen Sie meinen Jungen an, habe ich Ihnen einen auf der Batterie. Ist gar kein Problem. Sogenannte Reichsbürger sehen die Bundesrepublik nicht als Staat, sondern als Firma. Weil wir sind nicht das Deutsche Reich und nicht die BRD. Und Gerichtsvollzieher sein Kopfgeldeintreiber. Ihr seid nun einmal selber ein selbstständiges Kopfgeldunternehmen. Der Gerichtsvollzieher ruft die Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Anklage erhoben gegen den Wortführer und weitere Beteiligte. Renitente Reichsbürger hat auch Martin Föhringer erlebt, Obergerichtsvollzieher aus Reutlingen. Oft schon an deren Haustür. Gefallen lassen muss man sich, dass man gefilmt wird. Das ist mir auch schon persönlich passiert. Verbal wird man angegangen. Es wird teilweise ist es so, dass dann schon zwei, drei Leute dort warten, dass man also eine Überzahl schafft, geben sich dann als Reichsbürger aus. Und man hätte keine Vollmacht, sondern wäre Mitarbeiter einer GmbH. Und da wird praktisch alles komplett infrage gestellt. Also das Gewaltmonopol des Staates wird von ihnen infrage gestellt. Manchmal sind sogar selbsternannte Hilfspolizisten mit nachgemachten Uniformen vor Ort und greifen einen Gerichtsvollzieher überfallartig an. Wer sind Sie denn? Was suchen Sie denn hier? Robert, was hast du denn den Mann? Da hat sich hier alles gewesen. Sie setzen den Gerichtsvollzieher fest und versuchen ihn zu fesseln. Sogenannte Reichsbürger in Aktion. Die Täter wohnen unter uns. Sie behaupten aber, sie leben im Deutschen Reich, haben eigene Ausweise. Die kann man etwa beim Freistaat Preußen bestellen. Der Führerschein oder anderes für 20 bis 35 Euro. Daneben gibt es den Bundesstaat Württemberg und den Bundesstaat Baden. Der hat eine Verfassung und eine eigene Regierung. Andere in Baden-Württemberg nennen sich Germaniter oder sie leben in Germanitien. Allen gemeinsam ist, sie lehnen Deutschland ab und alle staatlichen Stellen. Kiloweise Faxe von den sogenannten Reichsbürgern, die Ausbeute etwa eines Jahres. Das erlebt Richter Roland Kleinschroth am Landgericht Heilbronn. Die Arbeit soll so massiv gestört werden. Die Gruppierung versucht offensichtlich, die Faxgeräte der Justizbehörden bundesweit lahmzulegen. Es werden massenhaft Faxe verschickt, die teilweise 20, 30 Seiten lang sind und überhaupt keinen Verfahrensbezug haben. Zu diesen Papierbergen kommen vor und während der Gerichtsverhandlungen noch Störungen und Beleidigungen. Sympathieträger dieser Gruppierung, die als Zuhörer da waren, standen auf, haben laute Zwischenrufe geäußert oder verfahrensfremde Texte laut verlesen. Außerdem wurden unsere Justizwachtmeister bei der Einlasskontrolle teilweise übelst beleidigt, persönlich angegangen, verbal aggressiv. Für Störer wie Sie hat Baden-Württemberg Sicherheitsgruppen an Gerichten aufgebaut, damit sogenannte Reichsbürger nicht, wie in Kaufbeuren, einen Prozess aufmischen. Alles Film. Es geht um Fahren ohne Führerschein. Die Störer beschimpfen Justizbeamte, stehlen am Ende sogar die Akten. Tumulte. Deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Justiz in Baden-Württemberg warnt inzwischen vor einer Methode, bei der Beamte auch finanziell geschädigt werden sollen. Und zwar mit Mahnverfahren, die im Ausland gegen sie angestrengt werden. Zum Beispiel in Malta. Mit erfundenen Ansprüchen und Fantasiesummen.
es gibt die Möglichkeit, in Malta ein Gerichtsverfahren, vergleichbar unserem Mahnverfahren, da bin ich jetzt auch nicht bestinformiert, zu betreiben. Und dann besteht die theoretische Möglichkeit, dass irgendwann Geld vollstreckt wird auf Grundlage einer Entscheidung. Auch in Deutschland? Auch in Deutschland. Noch sind es in Baden-Württemberg vielleicht 100, vielleicht etwas mehr dieser sogenannten Reichsbürger. Wenn wir aber die Entwicklung anschauen, auch in anderen Gegenden, wo diese Personen sich zu größeren Gruppierungen zusammenschließen, muss man schon Sorge haben, dass das auch bei uns passiert. Reichsbürger. Alles Reichsbürger. Wir kommen. So werden Behörden gestört und Beamte drangsaliert. Mit Methoden, die teilweise kriminell sind. Von Menschen, die sich für Bürger eines deutschen Reiches halten. Zum Schaden unseres Staates und der Steuerzahler.